Da sind wir wieder. Wie man sieht, an siebter Stelle. Wir haben den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Und wir sollen es nun gegen Köln versuchen. Köln auch im Moment eine kleine Aufstiegsphase, befindet sich auf dem 11. Platz. Aber mit einem weiteren Sieg könnten wir uns tatsächlich an den Tabellenplatz Nummer 2 vorpirschen. Was denkst du, machbar? Also 3 Punkte sind meiner Meinung nach machbar. Aber man weiß ja nie, wie das mit den anderen Plätzen ist, mit den 6 bis zu 2. Ob die gewinnen unentschieden oder hast du nicht gesehen. Aber das werden wir ja einfach gleich erfahren. Wie sieht das eigentlich mit der Torjägerkanone aus? Wissen wir da eigentlich mehr? Turnierinformationen, können wir hier irgendwas gucken. Da, Torjäger. Oh, guck mal, Marine ist gut dabei. Mit 2 Toren, ja. Huntela mit 5 Toren. Das ist natürlich vielleicht sollten wir uns da mal, vielleicht sollten wir mal so ein bisschen von Werder Bremen uns entfernen, von der Taktik des der Spielersuche, und mal so ein bisschen uns dem Bayern München annähern. Gute Spieler suchen und auf der Bank sitzen lassen. Ja. Also unser nächstes Ziel ist Huntela wegkaufen. Ja, wir hatten ja schon hier 2 in der Scout-Liste. Die waren ja gar nicht mehr so jung. Na gut, 29 geht noch und 34. Der hat aber noch Vertragsdauer 4 von 5, also der, da werden wir nicht so leicht rankommen. Vielleicht sollte man nochmal schauen, ob es irgendwas Gutes noch in dieser Liste gibt, was einen vielleicht interessieren könnte. Das sind aber hier irgendwie, hier möchten wir was anderes sehen. Irgendwie kann man hier nicht nochmal anders suchen. Liste. Transfer Neuigkeiten? Nee. Ich möchte irgendjemand suchen. Erweiterte Suche. So, und da würde ich mal sagen, dass man schon mal etwas scoutet, damit wir zur nächsten Transferphase schon was Gutes zu haben. Verbleibende Vertragszeit, da wollen wir mal maximal 1 sagen. Und vielleicht eine bestimmte Stärke. Wo ist die Stärke? Ah, für die Gesamtbewertung machen wir erstmal das so. Dass wir da so ab 80 sagen. Ne? Ups. Suchen wir mal eben. Und das sortieren wir absteigen. Absteigen, aussteigen, aussteigen. Absteigen. Absteigen. So. Ja, Ibrahimovic ist eindeutig in unserer Klasse. Kaufen wir 2-mal. Würde ich auch sagen. Also Cristiano Ronaldo ist wahrscheinlich auch so ein Schnäppchen. Ich denke, hier sowas wie Neuer, ne? Das ist ja immer drin. Aber wir haben ja eigentlich einen super Torwart, also ich bin sehr zufrieden mit Tim Wiese, also da kann man gar nichts so sagen. Hier kommt so eher so unser Preisbereich, würde ich mal schätzen. Sowas wie Guti und so. Guti, da wäre Pizarro, den könnten wir kaufen. Ja. Ich glaube, den holen wir uns. Ich glaube auch. Der spielt, glaube ich, gerade in der dritten von Werder. Martins ist ja eigentlich auch nicht übel. Vertragsdauer 2 von 2. Im Prinzip wäre er also frei das nächste Mal. Ich würde ihn mal zu Scout hinzufügen, Scoutliste. Auch ein sehr schönes Trikot. Higuain. Der ist auch wahrscheinlich ein bisschen sehr teuer. Shivu Heinze. Fast. Ach guck mal, den haben wir ja. Totti. Den wollen wir noch nicht. Oh, der hier, der sieht günstig aus. Und ist gar nicht so alt. Dass man den auch mit das Gattes hinzufügen. So, nicht mehr so viel. Vielleicht hier noch Jobo. So. Ein Verteidiger. Oh, ich konnte den irgendwie. Hat er keinen Verein? S-Feminimer. Er ist sehr schnell, ja. Ich weiß nicht auch schon. Wer ist was? Und er ist stark in der Luft. Was? Guck mal, hier. Immer was Neues, sehr cool. Ja, dann wird das ja sehen. Okay, das wäre es erstmal soweit dazu. Und wir sollten einfach mal zum Spieltag kommen, wa?
in den ersten FC Köln. Ja, sehr ausgeglichen. Oh, habe ich einfach weitergeklickt? Na, natürlich, sehr gut. Aufstellungen, die sie da haben, sehr breit gefächert. Eigentlich so ein bisschen unser Spiel. Ja, ja. Ich glaube auch, dass sie über die Außen kommen werden. Das denke ich auch. Mit Podolski, der dann reinspielt auf Novakovic und Freis oder so. Oder auf Novakovic auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch die Mannschaft von Sarazar. Die FIFA 11 Let's Play. Machen sie auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Also da können wir uns sicherlich noch eine Scheibe abschneiden oder 10. Ja gut, dann vielleicht vorher nochmal speichern und dann kann es auch prinzipiell losgehen. Ja, aber dennoch, liebe Sarazar, wir dürfen da leider nicht irgendwie Mitleid haben. Der erste Köln-Verein muss hier mal weggeklatscht werden. So, unsere Aufstellung war sehr rosig, bis auf Rosenberg. Ich denke, wir könnten, also erstmal hier, Barkfriede hat eine gute Form, können wir vielleicht reinholen. Ich würde sagen Arnautovic für Rosenberg. Jetzt auch ein bisschen vorziehen. Was noch möglich wäre für Hand, haben wir irgendwas fürs Mittelfeld? Borowski kann... Ja gut, macht er auf der linken Seite das Zentrale, ist auch in Ordnung. Ne? Ich denke, da wird er gar nicht so verkehrt sein, weil Borowski ist eine gute Anspielstation. Damit hätten wir aber zu viele Stürmer hier drin. Wir sollten dann vielleicht statt Hand Silvestre mal wieder mit reinnehmen. So, vielleicht wollen wir den mal reinlassen. Wollen wir Wiese wieder reinlassen oder noch Barbos? Ich würde Barbos auch noch. Dann auf zum Spiel. Ja, mal schauen, ne? Der erste FC Köln. Alles für den Club. Aber wir sind leider für... was heißt leider? Leider. Wir sind leider für Bremen. Ja. Wieso? Wir klatschen Köln jetzt mal weg. Wir nennen die... So, wir machen einfach nur... So, Pizarro. Roski. Der ausnahmsweise mal an der Seite spielt. Oh, ich bin ja immer noch der... Ich möchte erstmal ein Tor schießen. Okay, jetzt geht's weiter. Passt zu mir und abgenommen. Ja, das war nicht geplant. Manchmal sind die Finger schneller als das Hirn. Manchmal sind sie auch zu langsam. Oh, da geht schon wieder was. Schöner. Ja, leider. Wäre außen gut gewesen, ne? Aber es... Das war eine Scheibe gewesen. Also kommt Marien, durch? Marien sah schon den Ball auf sich zukommen eben. Oh! Fataler Fehler! Eieieiei, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Auch gedacht, was ist denn nun los? Ja. War ein bisschen überrascht über diesen. Ah, schade. Jawohl! Sehr schön. Super. Und wer war es? Marien. Marien, damit ist seine drittes Tor auf der Torschützenkönigliste. Das ist sehr gut. Das wäre sehr gut. Dem Jungen gönne ich das auch. In der tatsächlichen Liga ist er nicht so. Nee. Ja, ich glaube, er wurde ein bisschen verheizt so als Özil-Nachfolger. Und auch nicht mehr in der Liga, in der Nationalmannschaft so wirklich, ne? Gibt natürlich auch viele junge Leute, die da nachrücken. Ja. Löw ist ja auch einer, der das Griff hat. Zumindest haben wir jetzt mal das Potenzial. Das heißt aber auch, dass da ein Titel bald mal folgen müsste, ne? Das ist ja natürlich... Was aber nicht schön ist, sind die Fouls, die hier produziert werden. Und wieder eine Ecke. Und ich hoffe, ich kann diesmal wieder was reinschneiden. da fällt mir gerade was ein. Bin mir nicht sicher. Oh doch. Diesmal ja. Tatsächlich. Okay.
Hier kommt der Ball. Oh, der kommt sehr weit. Oh, was eine... Oh, jawohl! So muss das sein. Wir müssen uns ja abgewöhnen zu klatschen. Deswegen haben wir uns gerade mal ins Gesicht gehauen. Geboxt. Nimm das. Ja, sehr gut. Also das war natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Aber das war ein hammer Schuss hier. Bam. Wahnsinn, Wurms. Und Flugkopfball-Einlage, das könnte auch die Entscheidung. Der rettende Wahlsprung. Naldo kommt da mit seinem... Ja, super. Also, das läuft ja besser als im letzten Spiel. Ja, vielleicht doch das 5-0 noch erreichbar. Dann wir werden sehen. Wir werden einfach zu gut inzwischen, glaube ich. Wir gewöhnen uns diesen Ultra-Stil an. Ich bin nicht nach unten gekommen, weil ich auf Sprinten noch stand. Ja, aber also Spielfluss ist da. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja. Und noch keine 20 Minuten um. Also das ist ja hier Chancenverwertung. Ah, den kann er leider nicht direkt nehmen. Ja, das war klares Abseits. Ja, ja, man muss man hat trotzdem noch gewartet. Das kann ja... Das könnte ja doch das 3-0 sein, aber... Ja, es war sehr offensichtlich, aber man weiß ja nicht, ob... Man sieht ja nicht immer alles. Eben. Wir gehen ja auch weiter. Nein, hektisch die Knöpfe gedrückt. Ah, ich... Du bist es? Ja, ich hab's gemerkt. Abseits, abseits, abseits. Ich kann nicht mehr raus. Ja, knapp. Könnte man auch mal weiterlaufen lassen. Um Haaresbreite. Ja. Sehr gut. Jetzt. Boah. Konnte ich nicht mal... Tick zu doll. Wirklich. Also, finde ich die Worte. Hätte ich, würde, wenn... Was? Ich weiß auch nicht. Aber es läuft geschmeidig, muss ich sagen. Also... Ja, man arbeitet sich Meter für Meter vor. Wir sind doch nicht mehr die Nie-Gewinn-Kickers. Ja, super gehalten. Barbos erfüllt seinen Job gut. Das kann man ja auch sowieso nie verhindern, dass da mal eine Torschance kommt, aber dass es dann auch gleich zum Tor führt. Das ist... Schade, aber da konnte man echt nichts machen. Also der kam gezielt auf den Kopf. Kam gut, hat sich da vorgepirscht. Da ging leider nichts. Da standen sie auch... Obwohl, es ein Stellungsfehler, eigentlich von Naldo. Er hätte sich da vorstellen müssen, ne?